Hallo, hallöle und willkommen zurück zu Randall's Monday. Ja, wir werden jetzt die Tür aufbrechen vom Van. Und zwar mit dem Laserpointer. Alter, mach doch mal das Ding hier zu. Lauf hier rüber zum Dingsterbums. Dann werden wir hier das Schloss aufschmelzen. Jawoll. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Okay. Bei meinen letzten... Ah, das ist doch Assi. Das ist doch... Wieso kann ich denn das Buch jetzt nicht anklicken? So, dann nehmen wir nämlich jetzt den Magneten. Um dort reinzukommen. Bim. Zack, und wir haben einen Schwamm. Wir haben eine Werkzeugkiste. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Genau, so. Dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, damit unser Radio wieder ganz ist. Also gehen wir erstmal zurück und tun... zu Charlies Comicladen und geben diesen Darth Vader Verschnitt, der quasi so hier aussieht. Den geben wir jetzt alles, was er braucht. Weil wir haben ja jetzt alles. So, Lötkolben und Zinn, hier Space Nerd. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darth, Klugscheißer. Batterien haben wir ja und haben das letzte Mal aus dem Lichtschwert gekriegt. Hier. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien. Super! Gute Neuigkeiten, Admiral! Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Was? Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann! Ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Mhm. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Okay, wir haben ja noch ein grünes Lichtschwert bei uns hier drinne. Bitte? Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist... Entschuldigung. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Alter, bist du nie ganz dicht? Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die... Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Okay. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Nee, da liegt doch noch was. Achso, das geht nicht. Okay. Wow. Das sieht gut aus. Kinder, macht das nicht zu Hause.
Wow, Alter, ein plutoniumbetriebenes Lichtschwert. Ey, das würde ich eigentlich lieber gerne alleine behalten. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Alter Schwede! Da hat der Typ jetzt ein echtes Lichtschwert. Ich hau mich weg. Ich weiß, der gehört mir, aber ich nehme ihn nicht, solange Charlie hin. Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein, das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Ja, was weißt du denn schon? Hey, Sucker Punch war wirklich ein bisschen, also ich fand den eigentlich in Ordnung. Auf keinen Fall, das gebe ich nicht mehr. Ja, aber wieso kriegen wir dann den Quatschschrauben hier nicht? Das gebe ich. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Blabla. Alter. Mein liebes Radio weilt wieder unter den... Okay. Was machen wir denn da jetzt? Mal mit Hell reden. Glaub nicht, dass ich noch was zusammen... Außerdem will ich nicht unterbrechen. Ich mag den Song. Weiß nicht warum, aber das erinnert mich an eine Unterwasserstadt. Den Schraubendreher wieder. Ein ziemlich lang. Toll. Das würde keiner wollen. Da muss doch aber irgendwie gehen, oder? Das würde keiner wollen. Kann ich da nie irgendwas? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Das muss doch aber irgendwie gehen jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Dass man. Vergiss es. Hey! Tut mir leid, Randall. Mir ist gerade nicht nach Smalltalk zumute. Das ist Charlie, der heutige John Candy. Der Schraubenzieher, den ich Charlie geliehen habe. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Okay. So kann man das natürlich auch machen. Jetzt habe ich aber einen Torx wieder. Was mache ich denn mit dem Torx, ey? Das muss nicht geschraubt werden. Was haben wir jetzt mit dem Torx? Toll. Jetzt habe ich ein Radio. Ich habe einen Torx. Warte mal. Kann man das Radio vielleicht dem Typen mit der Münze da irgendwo hinstellen, dass der halt abgelenkt ist und dann trotzdem weiter mit der Münze? Ja, auch irgendwie doof, oder? Aber es muss ja irgendwie. Auf keinen Fall, das gebe ich nicht. Rohr. Hi. Ach so, ah, okay. Moment mal. Ah, cool. Hey, wo ist der Magnet? Hä? Alter, wo ist denn...
Da muss ich mir schon was Subtileres einfallen lassen. Also das stimmt auf jeden Fall mit der, mit dem Radio. Also das mit dem Magnet hat ja das letzte Mal, also das hat er ja gemacht. Vielleicht kriegt man ja irgendwie den Magnet wieder von der Tür ab. Dann in die Kiste kam und dann so tschüss, wie den, wie die Münze eigentlich klauen quasi. Ja, du musst ja irgendwie wieder abgehen. Ja, okay, der geht wieder ab. So. Moment. Du sollst nicht da hingehen, du sollst da hingehen. Nee. Geh mal da hin. Nicht zum Nagelschießer, sondern... Wenn du das für eine gute Idee... Ja, Alter. Komm, dann eben nicht. Der blöde Junge ist ja immer noch da. So, jetzt haben wir den Magneten. Jetzt fahren wir wieder runter in den Laden. Dann gehen wir in die Kiste. Dann nehmen wir den Magneten und dann so zack, die Münze. Hoffe ich. Bum, dum, 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 dum. So, zack. Magnet. Los, komm. Werf die Münze hoch. Werf die scheiß Münze! Was zum... Wo zum Geier ist mein Busgeld? Du kleiner Drecksack. So, jetzt haben wir eine Münze. Die können wir doch am Kaugummi-Automaten. Meine Fresse, schweres Deutsch. Hier vor dem Pfandleihhausen packen. Und da was rausholen. Hier, Kaugummi-Automat. Und zwar Münze. Zack. Geht das? Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße. Es ist so unfair. Jawohl. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Spielzeugkapsel. Was ist da drin? Was ist in der Spielzeugkapsel? Und die Überraschung ist eine riesige Rolle Kaugummi. Aha. Kaugummi. Boah, Mann. Ah, warte mal, das Kaugummi sieht aus wie das... wie das Maßband. Also zurück zu Randall und das Maßband geholt. Was machen wir da mit dem Maßband? Scheiße, was machen wir mit dem Maßband? Echt, ohne Witz, was macht man mit dem Maßband? Das ist keine... Nicht die Tür, Mann, das Maßband. Das ist ein bisschen blöd hier. Gehen wir da hin. Was machen wir hier? So, jetzt haben wir ein scheiß Maßband. Nichts für mich. Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Ah, okay. Du musst dich nicht mal an mich erinnern.
Cool. Klebt er jetzt fest da oben? Oh, du kleiner Pisser, dir schieße ich jetzt den scheiß Ballon hier kaputt. So, mein Freund. Probieren wir das lieber erstmal auf die einfache Weise. Wieso? Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Hör mal, Junge. Ich habe eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich habe zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frisur ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Hm. Okay, der will nie. Also jetzt schießen wir den Ballon endlich mal kaputt. Hey, was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Wow, die Knarre ist klasse. Gib die her. Ah, ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, ja? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein. Na, ich glaube, die schmeiß ich einfach weg. Sei doch nicht so ein Arsch. Wer, ich? Ich glaube, du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht. Na gut. Hier, aber sei vorsichtig. Super. Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das scheiß Abzeichen. Nö. Was willst du jetzt machen? Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst du schon sehen. Tja, und wie es hier weitergeht bei Randall und ob dieses kleine Drecksvieh uns dann doch das Abzeichen gibt, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.